Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Wir trinken wieder irgendein Mist. Heute mal mit einer Sondersendung. Oh ja. Und zwar hat uns ein Zuschauer und gleichzeitig ein Kunde von mir uns ein Bier zur Verfügung gestellt. Und zwar direkt ein ganzes Sortiment. Lemke Berlin. Genau, Brauerei Lemke Berlin. Hier haben wir 5 verschiedene Sorten bekommen. Einmal haben wir bekommen ein Pilz. Pilsner. Dann ein dunkles Lager. Dann ein Ale. Da freue ich mich schon sehr drauf. Dann ein... Was ist das? Das war das Weizen? Ja, das ist das. Ja, Weizen, und das ist das... Weizenbock. Weizenbock. Und das ist auch ein Weizen... Ist das? Kraft. 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 Weizenbock. Du hast den Weizenbock? Ja. Okay. IPA. Das ist auch Indisch Pearl Ale, ja. Genau, und das ist auch ein normales Weizen hier. Ja, bitte mal, wir sollen das alles trinken. Nichtsdestotrotz natürlich keine Werbung. Keine Werbung. Ich glaube auch, der liebe Kollege hat das käuflich erworben. Ja, da würde ich sagen, fangen wir an, ne? Gönjamin. Gönnen wir uns, wir fangen an mit dem... Dunklem Lagerbier. Dunklem Lagerbier, okay. Oh ja. Das dunkle Lager hat 5,4 Umdrehungen. Ja, egal. Also als Info, das sind 0,33er Flaschen. Skoll. Skoll. Brüsteli. Kräftig. Oh, aber lecker. Ist gut. Entschuldigung, das ist nicht meine Art. Ah, das ist aber lecker. Ja. Sehr kräftig im Geschmack. Aber ist gut, ja. Ja, wir können leider nicht viel über dieses Bier erzählen, weil wir kennen es nicht. Nee. Das ist auf jeden Fall irgendwie so eine kleine Hausbrauerei. Für Infos packen wir euch natürlich in die Videobeschreibung. Jo. Ja. Wir geben Berlin sein Original zurück. Mhm. Unsere Berliner Weißen sind in traditioneller Mischgärung nach historischem Vorbild gebraut. Nur so entsteht das echte Berliner weiße Aroma. Mild, sauer, fruchtig, spritzig, balanciert, komplex und funky. Balance. Nur natürliche Zutaten ohne Farb- und Aromastoffe. Aha, hier wisst ihr Bescheid. Da steht's. Voll Bio. Voll Bio. Voll Bio, sind wir ja. Ja, ja, heute mal eine ganz andere Kulisse. Und zwar sind wir hier heute in meinem kleinen Heimkino. Wir wollten es erst draußen machen, aber das Wetter ist zu schlecht. Das wäre uncool, wenn wir die ganze Zeit nass werden. Das nervt mich dann irgendwann. Da bin ich jetzt nicht gestört. Ja, ja, ist ja gut. Aber die Beleuchtung hätte da nicht mitgemacht. So sind wir heute in unserem kleinen Kino. Sollten wir das bewerten? Wir machen so ein Bewertungssystem. Also, wenn wir alle Sorten durch haben und wenn wir dann noch geradeaus gehen können und sprechen können, dann sagen wir, was sehr gut war oder was nicht so gut war. Ja? Also, ich finde, ganz schwierig finde ich immer, also ich mag Weizen, aber Weizen aus der Flasche, da bin ich nicht so... Weizenbock, Kollege. Das ist Weizen aus der Flasche. Das ist ja, Schuss, aber trotzdem. Das ist in einem Becher. Hol dir ein Glas! Na, kann ja die machen, hier für die Leute. Ja, klar. Ach, bitte. Hast du ein Horn hier? Daumen. Spasti. Gut. Also, das ist gut. Das ist schon mal nicht schlecht. So, kommen wir zur nächsten Sorte. Was trinken wir jetzt? Ist mir egal. Das Pilz, oder? Das Pilz? Nein. Ich war eigentlich für eins von den... Ja, dann nimm mal so einen Weizen. Das ist ein Hopfe Weiße und das Weizen. Weizen, komm. Ja, der Weizen. Was weg ist, ist weg. Alles muss rein. So, das gute Weizen hat auch hier mal 5,5. Jawohl. Umdrehungen. Richtig, ne? Ja. Skoll. Skoll. Grüßte dich.
Ach, Sommer. Ja. Entschuldigung, sonst nicht meine Art. Vor allem schön kalt. Es ist gut, dass er das Bier auch kalt gestellt hat. Ich war auf dem Weg hier, war schon im Überlegen, so was tue ich dem an, wenn er mir hier warmes Bier anbieten will. Nein. Das mache ich nicht. Lecker. Ja, falls ihr das schon mal getrunken habt, ne, schreibt das mal in die Kommentare auf jeden Fall. Also ich kannte das bis dato nicht. Und ich auch nicht. Ich habe mich sehr über dieses Geschenk gefreut. Alles klar. Hier gerade. Die haben noch Unmengen an anderen Bieren. Vor allem ja Berlin für seine Weiße bekannt. Vor allem Stout haben sie auch. Ja, die haben einige Sorten. 2, 4, 6, 8, 10, die ganzen 12, Weiße, ja, ja. 16 Sorten Bier. Entschuldigung. Das hat bestimmt noch ein paar Mal passiert. 3, Mädchenbiere haben sie auch. Guck mal hier, 3,5, 3,5, 4%. Wie gesagt, Sommer. Ja. Nicht so schnell. Weil, was sagt der Richtige, ja, weißt du? Ja, ich muss nicht die Treppen hier hochschleppen, ey. Ja, weißt du? Ich penne einfach hier unten. Scheißegal. Lecker. Ja, doch. Bis jetzt. Also beide so lecker. Aber wir haben gerade noch in dem Karton noch eine sechste Sorte gefunden. Also die war auch im Kühlschrank, weil ich habe sie ja wieder im Karton gepackt. Das 030 steht natürlich für die Vorwahl von Berlin. Auch ein Pale Ale. Ein Ale mit, ja, lockeren... Ne, Quatsch, 5 Umdrehungen hat das. Da wollte ich gerade sagen, wer hat der hier mit 11 Umdrehungen? Warum steht das hier 11? Oh, lecker. Noch ein leckeres Ale. Also haben wir 6 Sorten Bier sogar. Bäh. Jawohl. Entschuldigung, ich hab's nicht meine Art. So, machen wir weiter mit der nächsten Sorte. Wir gönnen uns jetzt mal das gute Indian. India Pale Ale. Also Ale ist ja nicht jedermanns Sache. Also ich stehe voll drauf. Es ist lecker, ja. Wir waren 2017 in England gewesen. Wir hatten dann ein längeres Wochenende in Canterbury. Und dann waren wir abends in so einem Pub. Und da waren einfach mal gefühlt 13, 14 verschiedene Ale- und Biersorten, alle vom Fass. Ja. Das war ziemlich geil. Die Kneipe war auch ziemlich geil. Geiler Laden, auf jeden Fall. Ja. Ich weiß leider nicht mehr, wie der heißt. Ich habe noch Bilder davon. Ah, wir starten hier nochmal mit 6,5 Umdrehungen. Oh, ist geil. Grüß dich, lieb. Oh. Oh, kräftig. Ja. Ja, sehr leckeres Ale. Ich bin ja ein sehr großer Ale-Fan. Also schmeckt mir sehr gut. Ich mag diese fruchtigen Noten. Ja, ich mag Ale auch, aber... Dieses India Ale, das ist schon eine Sache, Junge. Ich bin süd. Nur eins trinken muss kotzen. Bitte? Wenn nur eins trinken muss kotzen. Wir haben noch 2 Sorten. 3. Der Kunde hat sich schon irgendwas dabei gedacht, ne? Ja. Wir wollen sehen, wie wir uns jetzt Affen machen. Wenn wir jetzt hier gleich auf den Teppich kotzen oder so Sachen. Hat er sich mit dem Falschen angelegt. Ja, die Brauerei kann sich gerne bei uns melden. Ja? Ja. Und wir für die anderen Biersorten testen können. Können wir machen. Da ist noch einiges offen. Ja, noch 6 Sorten. Ja. Ja, also falls ihr das seht, ne? Also wir trinken alles. Wir kippen uns allen Scheiß rein, ist gar kein Problem. Allen Müll, fast. Egal ob gut, schlecht, fast. Wir nehmen es zumindest mal in den Mund. Ja. Ach komm, du Esel, du nimmst auch alles in den Mund. Du kannst gleich so mal den Krok in den Mund nehmen. Nein, es muss flüssig sein. Spasti. Machen wir weiter. Echt? Okay. Weizen. Entschuldigung, das war nicht meine Art. Weizenbock. Machen wir weiter mit Sorte 4. Wir machen weiter mit dem... Potsoe. Das ist der Krakauer. Krakauer Kuchen. Bier und Chips. Warum macht das in die Richtung?
Potsdam, ey. Wir machen weiter. Weizenbock! Machen wir weiter mit dem Weizenbock. Also, Nummer 4. Weizenbock! Das stärkste. India Pale Ale. Aus der. Sorte? Sorte. Nein, falsch. Ist nicht das stärkste. Also, jetzt aus diesem Sortiment? Ja, aus diesem. Anstrengend. Es wird langsam anstrengend. Grüß dich. Boah, das ist aber schon hart. Findest du? Ja. Ich fand das von gerade eben härter. Ja? Ja. Ich das härter. Du hast auch so herb im Hintergrund. Oh, Leute. Also das? Auf jeden Fall nicht meins. Das ist wieder Füchschen, Alter. Das Füchschen bei härter. Das ist ganz schön kräftig. Aber Lemke, also ist echt gut. Berlin, wir haben es drauf, auf jeden Fall. Also also schmeckt bis jetzt. Ja, also auch gut, aber das ist mir schon zu kräftig, bin ich ganz ehrlich. Ich finde das kräftiger als das Wild Lager. Da sieht man beim Bier Nummer 6 sind wir auf dem Boden hier irgendwie. Gott sei Dank sind das nur 0,33er Flaschen. Ich hab so viel getrunken! Ich habe nur ein Bier getrunken! Ich habe das mein viertes Bier getrunken! Jetzt hör auf, das musst du austrinken! Alter, wir sind hier zum Verkosten, nicht zum Besaufen! Ich kipp die Reste gleich zusammen, mach einen Cocktail raus. Oh. Drei Tage stehen! Und dann, ne? Vor allem die Reste nur von ihm. Danach mache ich ein Ice Cream raus. Lecker, lecker. Aber wir hatten noch bis jetzt noch kein Video, wo wir einfach mal 6 verschiedene Biersorten getrunken haben auf ein Video. Also das ist schon sehr hart, ja. Ja. Und ihr hockt gerade bestimmt alle zu Hause und wartet darauf, dass Silvester kommt, ne? Weil ja. In dem Moment, wo ihr das seht, ja, ist ja kurz der Wechsel von 20 auf 21 mit Zimt den Knaller. So, mehr gibt's nicht. Ja. Boah, Junge. Was wird denn die Pornos, wo die da so mit diesem und so, bah, Alter, du Pornzau, Alter, was hast du für Vergleiche? Junge, wir trinken Bier. Ja, das hört sich genauso eklig an. Was guckst du dir an? Ist ja widerlich. Ich komme vor wie ein Alkoholiker, Leute. Nochmals, wir sind keine Alkoholiker. Boah. Wir trinken mal gemütlich ein Bierchen. Warte mal. Oder 6. Ich hab kein Problem. Ich auch nicht. Und das sind meine ersten 4 Bier heute. Ich habe vorher noch keins getrunken. Echt nicht? Nein. Du? Ich hab doch auf der Arbeit schon 12. Nein, Quatsch. So, weiter geht's. Ja. Wir machen weiter mit Bier Nummer 5. 5. Sterne. Nee, 5. Pięć. Pięć. Das Pilsener. Das Pilsener, aber was ganz Klassisches. Mit Pilz. The Bulls. The Bulls mit 5%. Auch 5. Ja, Pierre Dolle. Leute, Leute. Das sieht ja aus wie eine Kneipe. Skål. Skål. Prost, Ibi. Er hat aber einen komischen Nachgeschmack. Ja. Irgendwas habt ihr da reingemischt. Das ist immer das Gleiche. Ist immer das Gleiche. Entschuldigung, das ist meine Art. Wasser, Gerstenmalz. Was? Pilzen, ja. Karamell. Hopfen. Pen da nicht bei einer, Mann. Satz. Also der Wunsch des Meisters war ja alle
an einem Stück zu trinken. Ne? Hi. Hi. Aber das schaffen wir. Also ich nippel die nur noch an. Ich kann die gar nicht mehr austrinken. Dann will ich die auf dem Boden liegen. Nicht schon, keine Sorge. Der Berufsalkoholiker, das passt halt. Say what? What? What the fuck? Also für Pilsner, komischer Nachgeschmack. Ja, also bei einem Pilz denke ich automatisch an Diebel. Ich meine Königspilsner. Junge! Boah, Alter. Boah, wann haben wir das letzte Mal Diebels getrunken? Wir sind bei Pilsner, wie kommst du auf Diebels? Ich weiß nicht, ich habe gerade Diebels im Kopf. Also das sind Welten. Ich glaube, da war ich 17. Also ungefähr so 20 Jahre her. Wo ich dich ungefähr kennengelernt habe. Ja. Nee, da war Aldi's Rache. Pilzdrohne. Da gab es diese kleinen weißen Dosen. Hansa, das war Hansa-Pilz. Nee, Hansa, wir haben immer Felskrone getrunken. Vom Aldi, noch in Dosen natürlich, da gab es noch keinen Pfand. Das haben wir palettenweise geholt für 23 Pfennig die Dose. Damit sind wir dann zelten gegangen. Wir hatten kein Geld für Essen, nichts, aber Hauptsache wir hatten Felskrone. Das war schon übel. Auch für vom Dringhorn. Oh Mann, Leute, Entschuldigung. Für einen Pilz? Ziemlich viel. Ja, es schmeckt nur geil, ein Pilz. Was heißt ziemlich viel? Ja, einige Standard, aber... Es schmeckt nicht nach einem Pilz, ne? Ne. Ey. Kommt gar nicht wie ein Pilz rüber. Ne. Also ich muss auch sagen, ganz ehrlich, bis jetzt finde ich das ist das Schlechteste. Vom Geschmack her. Das schmeckt mir gar nicht. Tommy, schmeckt ein bisschen komisch. Naja, vielleicht muss man sich erstmal dran gewöhnen. Ja, du musst 2, 3, 4, 5, 6, 7 trinken, dann geht das. Nee, ich glaub nicht. Ja, ich find schon besser wie die 2 vorher. Findest du? Ja. Ah, ja. Nee. Ja, doch, das davor. Ja, das davor. Du hast eh einen anderen Geschmack. Ja, das stimmt. Ja, total unterschiedliche Geschmäcker. Außer in Sachen Helles. Helles sowieso immer, aber so diese normalen Biere. Ja, also wo ich eins trinke, trinkt der 7. Ja, Leute, was soll man sagen? Also auf jeden Fall, wenn ihr Biertrinker seid und sowas mal in einem Getränkemarkt, Supermarkt etc. dann gnadenlos zieht ihr die Dinger weg. Nein, dann gönnt euch auf jeden Fall mal hier so ein Fläschchen. Schön Dönermin machen. Das ist auf jeden Fall mal was anderes. Als so der übliche Standard. Ja. Ganz interessant. So langsam entdecken wir hier die Bierkultur. Ne? Also wir haben normalerweise bei uns hier in der Region jedes Jahr eine Bierbörse. Leider dieses Jahr abgesagt worden wegen Corona. Ja, nächstes Jahr könnt ihr auch vergessen. Aber wenn es wieder losgeht, dann nehmen wir euch auf jeden Fall natürlich mit. Und dann gibt es da so einen internationalen Stand. Und dann nehmen wir einfach mal jede Sorte. Da kostet zwar jede Pulle so 0,33er 7 Euro. Und da gibt es ja so 50 Sorten. Er sagt, wir nehmen jede Sorte. Ja, ich schon. Du? Ja, ich tu nur so. Also ich schnippe. Ja. Nee, also diese Bierbörse, da gibt es auf jeden Fall Bier aus aller Welt. Und da gibt es immer einen ganz interessanten Stand. Da gibt es wirklich, keine Ahnung, wir haben 100, 150 verschiedene Biersorten gefühlt. So geil. Und da kann man sich auf jeden Fall austoben, wenn das Portemonnaie es hergibt. Es ist nicht billig, ne, aber egal. Geschmack hat seinen Preis. Genau. Leben auf Pump. Erstmal ein Kredi nehmen. Erstmal ein Kredi für ein paar Flaschen Bier. Genau. Ja, warum nicht? Ja. Wir haben nur eine Sorte. Eine Sorte. Eine Sorte. Und dann sind wir durch. So, wir kommen zum großen Trinkfinale, würde ich sagen. Die letzte Sorte am heutigen Abend. Im Hintergrund läuft der Ricky in Gletschers. Ein Pale Ale. Pale Ale. Das kann Pale Ale ist nein. Hier ist noch so keine Ricky in Gletschers. Nein, leider gar nicht. Oh. Das riecht wie Kami Sommer unter der Achse. Die haben Winter. Das ist nicht riechen, aber. So, die letzte Sorte für den heutigen Abend. Und wir haben zum Zeitpunkt der Aufnahme gleich 5 vor 7. Das heißt, ich gehe um 7:30 ins Bett. 5% ein 030 Pale Ale.
ich gehe schwer davon aus, dass es 030 für die Vorwahl von Berlin hängt. Hier steht, es riecht wie Pale Ale. Skål! Brösteli! Oh ja. Ein schönes, mildes Ale. Oh ja. Ja. Also, wenn man nach England fährt und da in den Pub kommt, dann kriegt man genau sowas. Mm. Willst du nicht? Mm. Ein Original Ale ist ein Original Ale. Aber ja, ich muss sagen, Lemke Berlin, nicht schlecht. Ne? Ihr seid fast nah dran. Ja. Aber es, also ich finde es auch, ja. Es ist so schlecht, schmeckt doch dir gerade. Schmeckt ganz gut. Ja Leute, was soll man sagen? Das ist auf jeden Fall das letzte Video in diesem Jahr. Ab morgen sind wir in einem neuen Jahr. Hi. Und ja, mal gucken, was da noch so kommt an Videos. Genug. Getränke. Genug. Ich bin ja auch die ganze Zeit dran, dass wir sagen, wir fangen an zu fressen. Ja, also wir hören auf zu saufen. Warum mache ich da nichts von? Ja, also, dass wir essen irgendeinen Mist und dann fangen wir auch an, so eklige Sachen zu nein, essen. Mann, nein, 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 nein. Diesen Fisch? Nein. Dann machen wir mal ein Special mit diesem Fisch. Ja, auf jeden Fall. Wie heißt der? Der ist Soul Streaming. Soul Streaming? Soul Streaming? Soul Streaming? Soul? Ja, irgendwie Soul, Soul Streaming, I don't know. Aber das wäre mal was. Dann hängt man nämlich wirklich da so. Das wäre doch mal lustig, oder? Hey, wir müssen jetzt gleich schnell aufwerten. Nee, bewerten, nicht abwerten. Kann ich doch. Abwerten. Abwerten. Bewerten. Bewerten. Ja. Also, meine Platz, letzter, also fangen wir mal an. Letzten und so weiter. Ne? Also erstmal ich. Letzter Platz ist für mich auf jeden Fall das Pilz. Also das war gut, aber es schmeckt halt nicht nach einem Pilz. Deswegen ist das für mich Platz Nummer 6. Platz Nummer 5 ist für mich das Weizenbock. Das ist mir einfach zu stark. Platz... Oh, scheiße. Entschuldigung. Platz Nummer 4 ist für mich das Weizen. Platz Nummer 3 ist für mich das, das India Pale Ale. Platz Nummer 2 ist auf jeden Fall für mich das normale Ale. Und Platz Nummer 1 ist für mich auf jeden Fall das dunkle Lager. Das fand ich echt am besten. Kann auch sein, dass ich dann noch nichts getrunken hatte und deswegen aber. Also das dunkle Lager fand ich wirklich am besten. So, das ist so meine. Ja. Konstellation, ja. Meine. Aber auf jeden Fall alles gute Biere. Kann man auf jeden Fall trinken. Ich erwähne nochmal Hashtag, auf jeden Fall kalte Werbung. Meine Liste packe ich auf jeden Fall in die Kommentare. Oder in die Videobeschreibung. Mal schauen, wie das geht. So, was sagst du dazu? 6 ist auf jeden Fall das India Pale Ale. Als zweites kommt... Fünftes Weizenbock. Danach kommt das... Das Pilsener. Ja. Dann. Ach du Scheiße, jetzt hast du hier alles durcheinander gebracht. Danach kommt auf jeden Fall Pilsener. Das hattest du schon. Nein. Doch. Nein. Doch. Ich hatte. Das Weizenbock, Pilsener hattest du. Echt? Ja. Nein. Wir fangen jetzt nochmal von. Also. Hier. Also meine Favoriten, das Schlimmste. Pale Ale. Danach hattest du Weizenbock. 6 war India Ale. Das India. Ja. Dann Bock. Bock. Ja. Dann ja. Pilz. Ja. Pilz. Ja. Dann das normale Ale. Ja. Also das, Nein, das L war gut. Achso, ja, dann haben wir noch... Oh, jetzt kommen wir total durcheinander. Nein, Weizen. Das normale Weizen. Haben wir hier. Hier haben wir das Dunkle und hier haben wir das L. Platz Nummer 6. India. India
Genau. Weizenbock. Platz Nummer 5. Das Weizen. India Pale. Ja, das ist Platz 6. Ja, dann kommt das Weizen. Das Weizen Pale, also das Weizen Pale. Danach kommt das Pilz. R4. Auf die 3 kommt das normale Weizen. I. Auf die 2 kommt das A. Berliner Pale A. Ja, okay. Und auf Platz 1 das Beste, das dunkle Lagerbier. Ja, finde ich auch. Also das dunkle, das Lagerbier ist auf jeden Fall das Beste. Also da sind wir auf jeden Fall uns einig. Die beste Sorte von der ganzen Reihe war auf jeden Fall das dunkle Lager. Ja. Das fand ich sehr geil. Obwohl ich finde, also das normale Ale finde ich auch sehr gut. Das, ja. Aber das Lager finde ich nochmal einen Ticken besser. Also das hat irgendwie... Yum, yum, yum. Yum, yum, yum. Also auf jeden Fall ein sehr... Ey, ich bin mal gespannt auf die anderen Sorten. Genau, die anderen 12 Sorten vielleicht organisieren wir uns auch noch. Die 6. anderen 6 Sorten, Entschuldigung. Und dann machen wir vielleicht nochmal so ein Video darüber. Ja, vielen Dank an den Matthias für das... Matthias, danke. Für das Geschenk. War super lustig. Lampen sind an. Ja, doch nicht. Mein auf jeden Fall. Ich habe euch jetzt alle aufgetrunken. Und ja, wir wünschen euch allen auf jeden Fall einen guten Rutsch ins neue Jahr. Auch wenn es diesmal etwas leiser ausfällt. Genießt die Zeit mit euren Liebsten, mit euren Freunden, mit eurer Family, mit euren Haustieren, Möbelstücken, egal. Ja, alles gut. Macht, wie ihr wollt. Macht, wie ihr wollt. Gar kein Thema. Ja. Jeder so, wie er es gern hat. Ja. Kami nimmt gerne den Vader mit. Der ist auf der anderen Seite. Vader kommt zu mir. Der kuschelt dann im Bett mit ihm. Und dann passt das auf jeden Fall. In diesem Sinne verabschieden wir uns für dieses Jahr und sagen bis zum nächsten Mal, beziehungsweise bis ins nächste Jahr. Ja. Ich bin mir voll, ich kann nicht mehr so beschreiben. Ich kann es nicht schreien. Auf euch zum Glück. Heide. Let's go. It's the whip. No surrender. Yeah. You know that this right here forever.